Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario für den Nintendo 64. Im letzten Part haben wir jetzt ziemlich viel gemacht, wie zum Beispiel die ganzen Yoshi-Jungs, ja genau, Yoshi, nein, ich meine natürlich Yoshi-Jungs, zu befreien, finden, keine Ahnung. Und wieso macht das nur noch, wieso hat das jetzt so wenig Schaden gemacht? Das werde ich nochmal laden, das gefällt mir gerade gar nicht. Fängt jetzt mal gut an. Und ja, jetzt sind wir hier. Fick dich! Haha! So gefällt mir das Ganze schon um einiges besser. Das ist jetzt... Egal, ich werde es nochmal machen. Ja, wir sind jetzt hier also in den Dschungel gegangen. In den richtigen Teil des Dschungels eigentlich erst jetzt. Und... auf Empfehlung des Häuptlings der Yoshis werden wir jetzt seinen alten Freund Don Raphael aufsuchen, der uns angeblich helfen soll, den Eingang zu zum Lava-Lava-Berg frei zu machen. Soll angeblich so sein. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Das ist... Ja. Wir haben dem Häuptling einfach mal vertraut. Also denken einfach mal, dass es stimmt. Und werden sehen, ob es stimmt oder nicht. Ja. Nee, nicht wieder ohne nachzudenken auf ihn, an ihn rangehen. Not again. So, der... Dschungel soll laut dem Häuptling ziemlich viele Rätsel haben und es soll angeblich sehr schwer sein, hier durchzukommen. Deshalb untersuchen wir diese Pflanze. Und sie hat nichts gebracht. Oh Gott. Dann würde ich sagen, untersuchen wir diese Pflanze. Sie hat auch nichts gebracht. Dann vielleicht... Vielleicht kann man diesen Felsen zerspringen. Auch nicht. Das ergibt Sinn. So, man sieht dort oben Schatten. Oder sind das Löcher? Ich weiß es nicht. Ah ja. Diese, ich denke mal, es sind Löcher. Werden wir stopfen. Geld! Und dazu haben wir 3 blaue Blöcke. Oh Gott, es sind mehr. Es sind tatsächlich mehr. Wow. Gut, dann werden wir halt mehr Löcher stopfen mit mehr Blöcken. Oh Gott, es sind ja richtig viele Blöcke hier. Okay, da gibt es jetzt ein kleines Problem. So. Okay, dann das war gar kein Problem. So, dann kommt das hier runter. Dopp, dopp und dopp. Oh. Oh, da ist ja auch noch eins. Ups. Ja. Oh, nee. Also, da will ich jetzt. Dann stopfen wir erstmal das andere noch. Jetzt habe ich auch erstmal wieder den Sinn dahinter verstanden. Ich stand gerade auf dem Schlauch, was das Ganze nochmal bringen soll. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das ja auch ein Loch? Wahrscheinlich schon. Warte mal, was? Ah, ja. Ich hab's, glaube ich, verstanden. Das war ja so ein schweres Rätsel. Yay! Wum! Ach so, natürlich. Natürlich. Jetzt können wir hier weiter. Damit haben wir schon mal das zweite Rätsel abgeschlossen. Ich wette, hier kommt ein Gegner runter. Nein, nichts. Gut so. Besser so. Hier haben wir viele Bäume. Und schon wieder einen Felsen.
Was hat das wohl zu bedeuten? Das wüsste ich gern. Schauen wir uns hier erstmal um. Irgendwas müsste uns ja so ein bisschen so einen Hinweis geben. Eigentlich. Ich bin jetzt wahrscheinlich gerade etwas leiser. Das daran liegen könnte, da ich gerade kurz aufgestanden bin und sich dann mein Kater auf meinen Platz gelegt hat. Ja, Louis, das hast du gemacht. Und... Oh! Das ist Zufall. Ich stand gerade noch ein bisschen auf dem Schlauch, aber jetzt habe ich es, glaube ich, kapiert. Und nein, nein, Louis, nicht. Nicht, das ist nur Kabel. Das ist nur Kabel. Spiel nicht mit dem Kabel. Spiel nicht mit dem Kabel. Komm, Louis, kannst du dich ein Stückchen noch da legen? Ja. Ja. Dann nicht. So. Da lacht schon irgendwie. Hilfe! Oh. Da haben wir schon wieder so einen Miniboss. Diesmal drei Stück und ein weißer Carmack. Sieht gar nicht mal so weiß aus, finde ich. Ne? Deswegen machen wir mal den Sternsturm, das ist schon mal ein guter Anfang. Kamex können nämlich ziemlich nerven und Piranhas auch. So eine kleine Nebeninfo. Dann jetzt nochmal der Power-Rempler hinterher, dann haben wir schon mal allen 10 Schaden gemacht. Das sollte eigentlich schon ausreichen. Oder auch nicht. Louis, bitte spiel nicht mit dem Kabel, Louis. Oh Mann. Jetzt muss ich mich wieder auf das Spiel konzentrieren. Oder auch nicht. Louis, bitte. Ah, er zieht mir mein Headset vom Kopf. Louis. Du könntest auch rücken. Irgendwie. Stirb, Kamek. So, der weiße Kamek ist dahin. Und jetzt sollte Cooper aber auch die letzten Piranha-Pflanzen niedergeschlagen haben. Ja, tatsächlich. Louis, ich kann so nicht spielen. Naja, das passt schon, ne? Und wir bekommen richtig viele Münzen und Blütenpunkte und sammeln sogar alles ein. Oh. Hier ist ein sehr episches Lied. Ich hoffe echt, dass man mich hört. Weil ich ziemlich weit weg bin vom Mikro. Ja, Louis, du brauchst gar nicht so zu schnurren, obwohl eigentlich sollst du schnurren. Ich mag es, wenn du schnurrst. Ja, hier sind wir jetzt also. Das ist ein wirklich großer Baum. Wie wär's, wenn wir diesen Baum besteigen? In Paper Mario gab es einen großen Riesenbaum, in Paper Mario 2 gab es einen großen Riesenbaum, in Paper Mario 3, also Super Paper Mario, gab es einen großen Riesenbaum. Und bis wir oben sind, halte ich jetzt die Klappe, weil das Lied episch ist. Thank you.
Willkommen! Verzeih, dass ich etwas überrascht bin, aber es ist schon eine Weile her, seit jemand hier hochgekommen ist. Wie? Oh ja, natürlich, ich bin der Herr dieser Insel, bekannt als Don Raphael. Wenn es irgendein Problem gibt, dann raus mit der Sprache. Komm schon raus damit. Oh. Aha, du bist also Mario, ich verstehe. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan vordringen kannst? Tja, das ist ein Problem. Aber nicht für mich, ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen würdest. Ich werde dir etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollten wir uns besser um das Vulkanproblem kümmern. Ausgezeichnet, meine Abraxas. Es gibt Arbeit. Ich werde euch nun einmal instruieren. Also, warte, ich eure vollste Aufmerksamkeit. Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden, verstanden? Das will ich nämlich hoffen. Los geht's, Abraxas, folgt mir! Yay! Dann folgen wir denen auch mal, obwohl wir keine Abraxas sind. Yay! Hallo. Hier! Und weiter geht's. Und weiter geht's. Nicht an. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, jetzt werde ich hier schon wieder zu dem Sänger. Kommt mit mir, meine Freunde. Wir folgen Don Raphael einfach weiter und sprechen mit ihm. Verstanden. Gut, sind alle bereit? Und nun Abraxas an die Arbeit. Wait. Ach ja. Das wird nicht lange dauern. Was zum Henker? Krall. Oh Gott. Fertig. Krall. Alles klar, du kannst jetzt den Vulkan erreichen. Oh, herausragend, wirklich. Es scheint, als könnten wir nun den Vulkan betreten. Ah, was ein Glück, Mario, nicht? Ah, ich werde keine Sekunde länger warten. Die Schätze der Vergangenheit rufen nach mir. Vorwärts. Oh yeah. Bedeutet so viel wie, wir dürfen jetzt den Vulkan betreten. Dieser Cooper, was für ein Draufgänger, stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühn, das muss man ihm lassen. Kühn und völlig durchgeknallt. Aber genug jetzt, ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Was hast du erhalten? Ultrastein, ausgezeichnet. Hebt einen deiner Freunde den Ultra. Das ist ein Ultrastein. Ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dschungels gefunden. Jetzt, da du diesen Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde vom Superrang in den Ultrarang erheben.
Die Erstarkung deiner Freunde ist der Schlüssel zum Erfolg, vertrau mir. Dies hat mir ein Stern im Traum verraten. Setz ihn weiter ein. Ich muss nun gehen. Over und aus. Das werden wir natürlich sofort tun. Nein, da will ich noch nicht hoch. Wir werden also zurück in den anderen Teil des Dschungels gehen. Danach wieder hierher. Und danach werden wir uns ja dieses Katapult-Dingens ähnliche Dingens da tun. Und danach beende ich den Part. Yeah. So. Wir machen uns also auf den Weg. Dazu brauche ich mal wieder Sushi. Ich bin mir echt noch nicht schlüssig, wen ich jetzt zum Ultrarang aufstufe. Es sind bisher alle meine Partner auf den Superrang aufgestuft, aber Ultrarang ist eben noch keiner und ich muss auf jeden Fall eine gute Wahl treffen. Ich muss mir schlüssig sein, ich muss mir ganz sicher sein, dass ich wirklich diese Person zum Ultrarang aufsteigen lassen möchte. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Obwohl. Doch, ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich werde mal schauen, was die dann noch für eine Attacke lernen und mich dann entscheiden. Ah! Ach ja. Drei Stück? Egal, ich werde eh gleich nochmal schlafen gehen. Von daher kann ich jetzt auch nochmal meine BP verschwenden. Wieso mache ich nur noch drei Schaden? Ich verstehe das nicht. Treffe ich das Exo-Kommando etwa nicht mehr? Das wäre blöd. Ich habe 123 Münzen, ich liebe sowas. Ah, bist du denn des Wahnsinns? So, ich kümmere mich um euch, ihr Spaten. Ah ja, schon besser. Ja, wahrscheinlich habe ich einfach das Exo-Kommando nicht mehr ordentlich getroffen. Gut, dann rempeln war das Wort. Wir den einfach nochmal an, stoßen ihn an, was weiß ich. Und das war's auch wieder. Wir bekommen 8 Sternpunkte nach 43. Und jetzt geht's ab zum Ultrarang. Zum ersten Partner mit Ultrarang. Oh yeah. Na, du bevorzugst mich. Sag mir jetzt nicht, das kann man nur bei Blöcken machen, die noch aktiv sind. Ah! Scheinbar ist es jetzt wirklich so mit dem Rangedong. Dass es nur geht, wenn der Block noch aktiv ist. Das wäre komisch. Belasse ich es erstmal dabei. Und ihr könnt ihm jetzt kurz beim Schlafen zugucken. Ich werde die Aufnahme nicht pausieren, aber kurz weg sein. Sind wir also wieder, oder ich, nein, willst du, fast hätte ich auf, nein, ausruhen gedrückt. Jetzt begeben wir uns aber zurück in den Dschungel, in den Dschungel, um rüber zum Vulkan zu fahren. Das wollen wir endlich mal, weil da beginnt das Kapitel eigentlich erst richtig. Das ist eigentlich erst der richtige Teil des Kapitels. Das hier ist gerade noch so, ja, kra, kra, kra. Genau, das ist noch so ein bisschen kra, kra, kra. Das ist episch, vor allem wie Sushi da an Marios Penis hing. Ja. Hier haben wir auch nochmal einen Heilblock übrigens.
Und jetzt betreten wir den Lava-Lava-Berg. Identifiziert Mario. Alarm, sofortiger Report, Alarm! Alarm! Ich fühle Gefahr, aber alle Abenteuer sind gefährlich. Also was soll's? Wir müssen weiter vordringen, um uns mit der Entdeckung unbekannter Schätze rühmen zu können. Was ist mit dem Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Ja, deshalb springt man da nicht einfach so schnell raus. Oh Gott! Ja. Ich muss sagen, das erinnert mich gerade alles ein bisschen an Minecraft hier irgendwie. Die ganze Höhle. Und jetzt geht es nämlich los mit Gegnern, bei denen uns der Eisorden definitiv hilft. Wir machen mit dem jetzt nämlich 5 Schaden. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir ohne den machen würden. Aber ich glaube nicht genug. Problem ist hier, ich weiß nicht, ob Sushi das hinkriegt, ob Sushi dabei Schaden nimmt oder nicht. Ich probiere es aus. Sushi nimmt Schaden. Genau wie Mario. Die Gegner machen nämlich Schaden. Gar nicht mal so wenig. Der Typ hat scheinbar wirklich mehr als 7 KP. Au. Deshalb machen wir ihn einfach kaputt. Passt schon. Und Heil-Items haben wir auch noch genug, die allerdings beim Bosskampf ziemlich nützlich sind. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Bosskampf nicht leicht. Das war sogar, glaube ich, einer der schwersten Bosskämpfe hier in dem Spiel. Aber ich kann mich da auch wirklich irren. Ich kann das falsch in Erinnerung haben. Das ist... Ja, sowas ist halt bei mir auch manchmal, ne? Oh, was ist denn hier? Was sagst du dazu? Und was sagst du dazu? Jetzt bau keine Scheiße. Iss den Superpilz. Warum auch immer. Iss ihn einfach und bau keine Scheiße. Jetzt nimmst du... Und wehe, der Powerblock ist danach weg. Dann war das große Verschwendung. Ich hoffe einfach mal, dass diese Gegner... Oh, Angriffskraft erhöhen. Dass diese Gegner Feuergegner sind. Aber sie sehen danach aus. Denn es ist immer noch so, Feuergegner... Ja. Was? Ach ja, stimmt ja, das sind... das hatte ich ja beinahe vergessen. Das sind ja solche Gegner... Die... Ja, nur so richtig Schaden kriegen, wenn sie umfallen. Oder wenn sie umgefallen sind. Naja, was soll's. Ich hoffe einfach mal, dass ich 3 Schaden mache, was ich aber wahrscheinlich nicht tue. Nö. Das heißt, entweder jetzt oder in der nächsten Runde ist er kaputt. Ich hoffe jetzt... 4! Oh, ja. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich warte jetzt eigentlich gerade draußen, aber ich finde Wack toll. So, den Powerblock nehmen wir uns mit. Keine Frage. Ich komme wieder. Keine Frage. Was haben wir denn hier? Ja, du kannst übrigens wieder kacken. Nein, das wollte ich nicht. Wo geht's denn hier unten lang? Zu einem Speicherblock und einer weiteren Seilbahn-Dingens. Aber ich kümmere mich erstmal um den Gegner. Komm her. Ich hab doch... Egal, ist alles in bester Ordnung. Passt schon so. Wir kümmern uns natürlich erstmal um ihn. Yay.
während er sich... Ja. Genau. Genau. Leck mich doch. Scheiße. Dann kümmert sich Watt halt um den hier, falls er jetzt noch nicht tot ist. Wird aber wahrscheinlich noch nicht sein. Nö. Gut, dann macht Watt den kaputt. Dann sind wir alles zufrieden und froh. Juhu. Da ist er jetzt tot. Wie wunderbar. Ah, auf Watt. Irk. Egal, Watt bringt mir gerade eh wenig. Ich muss den hier einfach zweimal mit meinem Hammer treffen, dann ist alles in bester Ordnung. Wer weiß, ob ich das so weit bringe. Ich sollte eigentlich schon so weit schaffen. Eigentlich. Eigentlich würde ich mich auch mal wieder gern heilen, aber das kann ich auch außerhalb des Kampfes tun. Weshalb ich das jetzt nicht tun werde. Sondern einfach die 4 Sternpunkte einsacken werde. Uhu. Oh yeah. Wir haben noch die Hälfte unserer Lebensenergie. Ich werde mich noch nicht heilen. Ich glaube, das mache ich wirklich erst, wenn es kritisch wird. Hier haben wir ja einen Speicherblock, ne? Zur Sicherheit. Hui. Hui. So, wir fahren jetzt mal hier runter. Irgendwas muss hier unten ja sein. Gehen hier am besten erstmal links direkt in die Höhle rein. Oder? Oh, ja. Genau. Passt schon. Aber ich will jetzt mal Watt behalten. Ja, das möchte ich irgendwie tatsächlich. Ja. Ach ja. Ich werde kurz mal den Furchtsiegel wegwerfen. Ja. Genau. Das war eigentlich nicht die Planung. Eigentlich wollte ich jetzt mich heilen und dann den Furchtsiegel wieder aufnehmen, aber das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Und das war gerade richtig blöd. Oh nein! Dann wechseln wir einfach mal die Map. Ah ja, da oben ist eigentlich nichts. Ich weiß gar nicht, wozu ich das machen sollte. Da oben ist ja nichts. Okay, ich sollte es auf jeden Fall tun. Ich glaube nämlich, das könnte mir weiterhelfen, eventuell. Weil das könnte den Lava-Fall komplett verstauen lassen. Und das war richtig knapp. Eigentlich war ich schon in der Lava drin. Egal. So. Wann habe ich das letzte Mal den Part beendet? Also ich, kurze Unterbrechung, wir ja, lassen das jetzt hier mal absickern. Würde ich sagen, in der Mitte ist er natürlich immer noch da. Warum auch immer. Muss ich nicht verstehen. Glaube ich. Ah, hier ist schon wieder so ein golden-roter Block. Irgendwie regt er mich auf. Na egal. So. Dann habe ich schon eine Vermutung, was wir gleich bekommen werden. Eventuell. Seht ihr diese große Kiste dort oben? Was hat die nur zu bedeuten? Hm. Vielleicht werden wir es gleich rausfinden. Oder was könnte da wohl drin sein? Hm. Also ich habe gar keine Idee. Pff, überhaupt nicht. Okay. Gerade nicht. Aber. Oh, du hast den Ultrahammer. Die Angriffskraft von Mario
des Hammer wird erhöht. Außerdem kannst du nun Metallblöcke zerstören. Ein weiterer Grund, nach diesem Kapitel in die Kanalisation zu gehen. Batz! Wir können nun endlich diese unheimlich nervenden Blöcke zerstören. Was natürlich sehr praktisch ist. Ja. Paracarry ist auch praktisch. Besonders bei solchen Lavawegen sollte man ihn eventuell manchmal benutzen. Ich weiß nicht. Oh Gott. Jetzt werden die hier schon zu normalen Gegnern. Was haben wir denn hier drin? Den Paradauz macht einen Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig. Warum nicht? Bup. Haha. Ach ja. Oh. So, und jetzt könnten wir gleich, ich sage extra gleich, den neuen Hammer ausprobieren, nämlich an dem Lava-Blob-Viech, weil das macht ja dadurch jetzt noch mehr Schaden. Sowohl durch Eis als auch durch den Ultrahammer. Je mehr Schaden, desto besser. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ja, oh, der kann sogar diesen Lava-Blob angreifen. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Apropos Lava-Blob, ich muss jetzt mal gucken, wie der eigentlich heißt. Heißt der Lava-Blob? Ich habe echt keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Schauen wir mal. Blub. Lava-Blub. Aber fast. Fast. Ich weiß gar nicht, ob das geht mit ohne Stachelschild, aber ja, scheiße. Dem machen wir jetzt 7 Schaden, aber ich denke mal, der Piranha, ach nicht der Piranha, dem Lava-Blub würden wir noch mehr Schaden machen. Würden wir noch mehr Schaden machen, ja. Glaube ich einfach mal. So, jetzt sollte ich mich aber vielleicht doch bald mal heilen. Wäre vielleicht ganz gut. 9. 9 ist wirklich viel. Das ist wirklich viel. Wirklich viel. Oh, und unsere Münzen werden nochmal verdoppelt oder erhöht. Das heißt, der Kampf hat sich doch richtig gelohnt. Wir konnten sehen, wie es mit dem Hammer aussieht, wie stark der ist. Und bekommen gleich noch mehr Münzen. 2 davon haben wir allerdings verfehlt, also nicht aufgesammelt. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Pilz benutze. Ich werde erstmal nicht. Also ich werde den erstmal nicht benutzen, ne? Ja. Vielleicht finde ich gleich einen Herzblock oder so, dann nutze ich dann doch lieber den Herzblock. Als hier meine ganzen Pilze zu verschwenden, die ich für den Bosskampf wirklich gut gebrauchen könnte. Weil der ist nicht leicht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Bosskampf echt nicht leicht. Ich kann mich natürlich auch voll irren. Und weil ich jetzt gerade gar keine Lust auf den habe. Ja. So viel also dazu. Ihr habt nichts verpasst, ich bin nur wieder nach oben gesprungen. Blop. Ja, ausgezeichnet, Mario. Lass uns keine Zeit verschwenden. Auf zu Ruhm und Ehre. Genau. Hüpft rum und bleibt dann doch stehen. Was haben wir denn hier so? Noch eine Seilbahn. Es riecht nach Schätzen. Schätze, alter Junge, mach Platz, ich geh voraus. Genau. Colorado ist eben einfach zu schnell. Aber wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen ihn mal nicht einfach zurücklassen. Das war eine weise Entscheidung, denn... Das würde ich damit nicht bezwecken. Ganz und gar nicht. Hier sollte noch ein Herzblock kommen. Eigentlich sollte hier noch ein Herzblock kommen. Ich hoffe, hier kommt noch ein Herzblock. Wenn nicht, ist blöd. Ich brauche nämlich einen Herzblock. Aua. Dringend.
weil ich will nicht meine ganzen Items verschwenden. Echt nicht, überhaupt nicht. Ich brauche die. Ich brauche die wirklich. Und außerdem verschwende ich gerade die ganzen BP und für die will ich keine Items verschwenden. Ich weiß, hier muss noch ein Herzblock kommen. Wenn hier kein Herzblock kommt, dann bin ich richtig gearscht. Weil dann darf ich den ganzen Weg zurücklatschen. Falls das überhaupt möglich ist. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es einfach mal. Oder natürlich ein Level aufsteigen. Das wäre natürlich auch gut. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Kein Plan, was ich gerade gesagt habe. Falls es was Wichtiges war, dann... Ja, dann ist es also. Alles in Ordnung, Mario. Ich unterziehe den Boden nur einer genaueren Untersuchung. Geh ruhig weiter. Ein Kreuz. Ich möchte mal was schauen. Hier, das habt ihr vorhin nur verpasst. Da bin ich nur hier hoch und... Ja. Jetzt will ich mal etwas gucken. Geht es, sich fallen zu lassen? Ja, es geht. Gut, dann weiß ich schon, wie ich an den Superblock und so komme. Unter diesen Orden oder was auch immer das ist. Das war knapp. Nee. Ihr habt nichts verpasst. Endlich. Und was ist das? Feuerschildorn. Reduziert erlittenen Feuerschaden um 1. Ja. Schön. Ihr habt euch wohl gewundert, warum und so. So. Jetzt muss ich richtiges Timing haben. Jetzt! No! Das war leider noch ein bisschen zu früh. Scheiße! 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 Nee, was ist das? Leck mich. Leck mich. Leck mich. Nö. Ich sterbe gleich. Ich werde meine Items nicht verschwenden. 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 Stattdessen werde ich hier einen Cut machen. Bis zum nächsten Part und tschüss.